Ihr Lieben, willkommen zurück. Wir sind fast am Ende mit unserer Skyrim Total Conversion quasi, mit unseren zusätzlichen Mods. Wir rufen noch ein vorletztes Mal den Browser auf und haben hier nochmal, ich glaube, 32 Mods dieses Mal, die wir installieren. Danach kommt nur noch Feintuning und vor allen Dingen nochmal Loot und TES5 Edit, denn wir müssen noch die Ladereihenfolge und die Masterfile-Sektoren nochmal cleanen und die Ladereihenfolge bestimmen. Das machen wir aber im allerletzten Video. Jetzt kommt das vorletzte Video mit Mods, die wir runterladen und im Anschluss dann das allerletzte mit den letzten Feinheiten der letzten Mods, die wir installieren. Wir haben als allererstes Dead Body Collision. Das erklärt sich von selber. Wenn ich über einen toten Körper renne oder eine tote Kreatur, dann laufe ich nicht einfach durch, sondern ich trete sie quasi weg. Also tote Körper haben immer noch eine Kollisionsabfrage. So, wir nehmen uns die Version mit dem Feuerball-Zauberspruch. Das heißt, werfen wir einen Feuerball-Zauberspruch auf so etwas, wird auch der die Kollision auslösen. Jetzt hatte ich den Nexus Mob Manager nicht offen, das macht aber nichts. Der wird jetzt gerade im Hintergrund gestartet und ich gehe schon mal direkt auf die nächste Mod, die wir runterladen. Das ist Alternative Stars. Das ist einfach der Sternenhimmel. Hier sehen wir den originalen Sternenhimmel und hier den Sternenhimmel zusammen mit der Mod. Um die Monde kümmern wir uns gleich noch. Ich muss mal ganz kurz gucken, ob der Nexus Mob Manager mittlerweile offen ist. Da ist er offen und er lädt auch Dead Body Collision runter, beziehungsweise hat das schon getan. Wunderbar. Wir gehen in die Alternative Scars, Stars und nehmen uns die 2K-Variante, die ganz normale, laden wir uns herunter. Dann kommen Skygazers Constellations, das sind nochmal die Sternenbilder, die wir jetzt in den Sternen-Nachthimmel noch zusätzlich hin einfügen. Wir nehmen die Bright Version mit den Nebeln drumherum in 2K und das war's auch schon. Jetzt kommen noch die beiden Monde, die wir hinzufügen. So sehen sie insgesamt aus. Ja, hier haben wir noch ein paar mehr Bilder, wie auch immer. Wir laden uns die 2K-Variante herunter. Haben hier noch Animated Clutter. Das sind die Taschen, die auf den Schränken liegen oder Falltüren oder die Boxen oder Fässer oder was auch immer. Die sind alle, wie ihr hier sehen könnt, dann wunderschön animiert im Anschluss, wenn wir die öffnen und nicht nur komplett statisch. Das ist eine wunderbare Mod, die nochmal sehr, sehr viel Atmosphäre bringt. Also auch die runterladen. Hier haben wir die Armored Skeletons, das sind einfach Skelette, die uns begegnen, dass die Rüstungen tragen und auch verschiedenste Rüstungen tragen. Die laden wir uns herunter und zwar die Version 3.1, die optionalen Pfeilen ja, brauchen wir nicht. Hiervon gibt es auch noch eine deutsche Version, auch in Punkt 3.1. Die werden dann deutsch benannt. Deshalb laden wir uns hier noch die Version 3.1 deutsch herunter. Die funktionieren nicht unabhängig voneinander. Das heißt, man braucht die Originalfile, um die deutsche Mod drüber zu installieren. Hier haben wir noch Real Ice All-in-One. Das verändert das komplette Eis im Spiel und auch ein kleines bisschen den Schnee. Sieht wunderschön aus. Wir laden uns das All-in-One runter. Und sind damit, wir laden uns das Real Ice Azur Glacier Pack runter. Das hat nämlich auch noch die Parallax-Texturen mit dabei in 2K1K. Also hier Real Ice Azur Glacier Pack runterladen. Dann haben wir hier noch Real Skyrim Snowflakes. Da sehen wir hier ganz genau, was die Mod macht. Nämlich ja, vernünftige Schneeflocken erschaffen, die auch wirklich eine komplette Schneeflockentextur haben. Gibt es hier noch ein vernünftiges Bild davon? Nein, leider nicht. Macht nichts. Wir nehmen die Real Skyrim Snowflakes Hauptdatei und sind damit zufrieden. Als nächstes Real Wood Textures für Farmhouses, aber das ist nicht nur für Farmhouses, sondern auch hier für diese Brücken, die zusätzlichen noch und für die Balken der Farmhäuser. Da haben wir schon Mods für installiert, aber diese sehen einfach sehr viel besser noch aus und damit überschreiben wir die. Wir laden uns auf jeden Fall die Hauptfile runter
und hier unten noch den SMIM-Patch auf jeden Fall runterladen, denn sonst habt ihr wieder das Problem, dass die Seile um die Balken drumherum wieder flach werden. Also hier auf jeden Fall den SMIM-Patch noch runterladen. Skyside Smelter, das ist einfach ja die Schmelze in hoher Auflösung. Wir sehen hier den Unterschied. Der ist schon ganz gewaltig. Die laden wir uns auf jeden Fall noch runter. Und zwar in 2K, das reicht uns. Dann haben wir hier noch Smoking Torches and Candles. Erklärt sich von selber. Ja, Rauch für Fackeln und Kerzen. Und hier nehmen wir die Smoking Candles und die Smoking Torches. Die optionalen Files brauchen wir nicht. Dann laden wir uns noch den Tree LOD for Skyside Simply Bigger Trees runter. Der ist ganz wichtig, denn die Bäume im Hintergrund sollen ja auch schon von Anfang an größer sein und nicht erst wachsen, wenn wir sie denn ins Sichtfeld bekommen. Also diesen Tree Lock noch runterladen. Ganz wichtig. Den True Elk of Skyrim, jetzt kommen wir ein bisschen zu den Monstern. Wir laden uns einfach einen schönen Elch runter. Wir nehmen hier einfach die Version 2 und nehmen hier noch diese fehlende Textur mit hinzu. Hier können wir noch den Load Screen runterladen, brauchen wir aber nicht, denn da installieren wir eh noch andere von. Moss-Covered Rooftops, genau wie der Name schon sagt, fügt halt Moos auf die Hausdächer hinzu. Ich finde das sehr, sehr schön, weil es ist auch sinnig, dass die nicht ganz clean sind, sondern ja, dass die eben ein bisschen Moos angesetzt haben. Und wir nehmen die ganz normale Version. Hier haben wir noch Left Hand Rings, erklärt sich von selber, Ringe für die linke Hand. Wir brauchen hier einmal die ganz normale Version. Und das war's auch schon. Ich dachte, davon gibt es noch eine Enchanted-Mod. Habe ich mich wohl getäuscht. Hier gibt es ein Main-Menü-Wallpaper-Replacer. Den finde ich einfach, das ist jetzt keine besonders wichtige Mod. Aber ich finde es einfach nett, denn hier sehen wir schon, jedes Mal, wenn wir ins Spiel gehen und das Hauptmenü sehen, haben wir ein anderes Hintergrundbild. Die sind sehr, sehr schön. Deshalb hier einfach die Hauptmod installieren. Den Randomizer mit installieren, also einfach nur diese Hauptmod hier, die erste Datei nehmen. Dann kommen wir zu Farm Animals. Ja, fügt halt Farmtiere hinzu. Finde ich sehr, sehr niedlich. Die geben nochmal so eine richtig schöne Atmosphäre im Spiel. Wir nehmen hier die Version 1.71 und installieren darüber direkt die deutsche Version, dass die auch deutsch heißen, und nehmen auch hier Version 1.71. Man braucht allerdings die Hauptfile, wie wir hier sehen können. Die haben wir gerade schon runtergeladen. Wir machen weiter mit einem neuen Riesen, der sehr, sehr viel besser aufgelöst ist, wie ihr hier seht. Das ist die Textur vorher, das ist die Textur danach. Die sehen wirklich schick aus und wir nehmen die 2K-Variante, die reicht uns vollkommen. Dann haben wir hier noch einen anderen Hagraven. Oder wie heißen die nochmal? Raben? Hexenraben, genau. Auch hier nehmen wir einfach die 2K-Variante. Das sollte eigentlich sehr viel weiter hinten sein. Denn wir machen mit den Falmern weiter. Auch für die gibt es hochaufgelöste Texturen. Auch hier nehmen wir die 2K-Variante. Enhanced Wetness and Puddles fügt mehr Wassereffekte bei den Steinen im Fluss hinzu und an Wasserläufen. Das sieht sehr schick aus. Die können wir uns einfach ganz normal die Main-File herunterladen. Und dann gibt es davon auch noch eine deutsche Übersetzung. Die ist zwar in Version 1.1 statt 1.5, aber es geht ja nur um die Übersetzung. Also hier noch die deutsche Übersetzung manuell herunterladen. Und die fügen wir einfach ganz kurz direkt mal ein auf das kleine Plus. Und hier Enhanced Wetness Puddles Deutsch hinzugefügt. Zurück in den Browser. Auf die nächste File klicken. Das ist nochmal eine 2K-Version von den Draugeren, wie wir hier sehen, auch sehr, sehr schön aufgelöst. Die sehen sehr viel furchteinflößender aus, als sie eh schon aussehen. Und hier nehmen wir die, wo ist sie? Die 2K-Variante, die ganz normale 2K-Variante unter den Optional-Files.
Dann werden wir noch die dädrischen Rüstungen ein bisschen aufpimpen, wie wir hier sehen. Die sehen einfach sehr, sehr viel schicker aus als, als die eigentlichen Files im Spiel. Und hier nehmen wir die zweite Version mit dem Blut drauf, was so ein bisschen leuchtet noch. Also einfach Daedric Armor and Weapon Full Set mit Red Glow und Blood Effect runterladen. Dann haben wir hier noch den Dragon Priester, den Drachenpriester, auch in wunderbarer Auflösung. Auch hier nehmen wir wieder die 2K-Variante unten. Wir haben Belly Aches oder Belly Aches HD Dragon Replacer Pack. Das fügt einfach sehr viel schönere, wir sehen hier einfach die HD-Texturen für Drachen. Das sollte aber auch eigentlich weiter nach hinten. Da fehlt nämlich noch was. Moment. Ich klicke hier gerade schon mal durch. Das hier fehlt nämlich noch. Da war der Drachenpriester. Manu. Wunderbar. So. Die Ultimate Dragons. Das macht die Drachen sehr, sehr, sehr viel stärker. Fügt ganz viele neue Drachen hinzu. Also die Ultimate Dragons Version 2.1 hier runterladen. Und dann zusätzlich noch die zusätzlichen Dragon Skins, denn die sind noch ein ganzes Stück schicker als die in der Ultimate Dragon Mods. Also auch hier nochmal die Final Version runterladen. Endlich zum Immersive College of Winterhold und wir sehen hier schon, was es verändert. Nämlich das komplette Interior von der Magierakademie in Winterfeste. Unglaublich coole neu gestaltete Räume und jede Menge Patches für alles, was wir schon installiert haben. Wir gehen hier unter Files und Vorsicht, jetzt nicht die Hauptfile runterladen. Das habe ich nämlich eben aus Versehen gemacht. Sondern runterscrollen, 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 bis wir zu Version 3.02 kommen. Das ist nämlich die letzte Version, bei der wir noch auswählen können, ob wir die Patches für die DLCs installieren möchten oder nicht. Das geht bei der neuen Version nicht mehr, aber kein Problem. Die ist schon weit genug vorangeschritten und auch bugfrei, dass wir sie benutzen können. Also selbst wenn hier gesagt wird, wir brauchen Dawnguard und Dragonborn, das ist nicht der Fall. Wir können bei Version 3.02 noch auswählen, ob wir die Mods, ob wir diese Patches installieren wollen oder nicht. Also klicken wir hier auf Continue with Download und gehen zu den letzten vier Sachen, die wir installieren. Und zwar noch ein paar Texture Packages. Einmal das Osmodius Texturpaket für Einsamkeit. Fügt nochmal schöne neue Texturen zu Einsamkeit hinzu. Die sind wirklich fantastisch. Ihr seht hier davor und danach. Das sieht ein ganzes Stück besser aus. Hier wählen wir einfach die High-Version. Wir brauchen die 4K-Texturen nicht mehr runterzuladen und auch keine sonstigen Files von diesem Download. Dann nehmen wir auch noch die Osmodius-Texturen für Windhelm. Auch hier sehen wir einfach davor und danach, davor. Und danach, das sieht einfach sehr, sehr viel schöner aus. Oder auch der Boden danach und davor. Sehr viel schönere Texturen für Windhelm. Und hier nehmen wir die Regular Version, denn die Ultra Version hat wieder ein paar 4K-Texturen. Und die sind doch sehr, sehr RAM-hungrig. Also reicht die reguläre Version. Die sind alle 2K oder 1K, also auch in einer vernünftigen Auflösung. Die letzten beiden Mods, die wir installieren, ist das MT Area Overhaul. Das, ihr seht schon hier, das ist die Drachenfeste von Weißlauf. Hier hängt so ein riesengroßes Mammutskelett im Raum, überall hängen Banner. Also diese Mod füllt wirklich diese leeren Räume unglaublich schick aus und bringt Leben in diese sonst so lieblos gestalteten Räumlichkeiten. Ihr seht hier, dass hier wirklich einiges geändert wurde. Auch hier im Tempel in der Stadt. Das sieht sehr, sehr, sehr schick aus.
Die laden wir uns auf jeden Fall runter, und zwar Version 5.0. Und als letztes in diesem Video, hoch habe ich sie schon aufgemacht hier, nochmal andere Grasses and Ground Covers Texturen. Wir sehen hier nochmal sehr schön hoch aufgelöste Grastexturen, die wir jetzt nochmal zusätzlich installieren. Und wir nehmen den All-in-One Installer. Und ich schaue mal gerade, ob wir diesen Clipper-Fix noch brauchen. Ja, wir laden uns hier diesen Clipping-Fixer in der Beta-Version mal runter. Außerdem laden wir uns hier noch Fall Forest Leaves Texture Replacement runter. Und das war's denn, sonst behalten wir ja das Verdant Grass bei. Hier werden wir, wir werden hier das Verdant Grass Plugin nicht überschreiben. Und das war's mit dem Download. Fangen wir an, die Sachen zu installieren. So, wir kommen zur Installation. Die müssen wir jetzt gar nicht in einer groß besonderen Reihenfolge machen, nur bei ein paar Sachen. Aber wir haben hier so viele komplett unterschiedliche Mods, die sich nicht gegenseitig bedingen, dass wir hier einfach von oben wirklich anfangen können, die runter zu installieren. Wir machen also Alternative Stars als allererstes und sagen hier Ja zu allem. Und als nächstes direkt Animated Clutter. Das braucht einen kleinen Moment zum Entpacken. Die Mod ist ja wieder ein bisschen größer, wie wir wissen. Ich packe jetzt einfach die Creatures ganz zum Schluss in die Installation, die README. Wir klicken hier auf Next und installieren alles. Klicken auf Next und hier auf Finish. Und jetzt fragt er, was er alles überschreiben soll. Und wir sagen hier Ja zu allem, denn wir wollen alle Animationen von diesem wunderbaren Mod sehen. Wir installieren die Dedric Armor. Und sagen hier auch Ja zu allem. Dead Body Collision Fix. Wir installieren, die lasse ich gerade mal noch ganz kurz aus, die Farm Animals Version 1.71. Vorsicht, nicht die Deutsch, das ist der Deutsch-Patch. Erst die Farm Animals installieren und dann direkt den Deutsch-Patch hinterher und hier natürlich alles überschreiben. Jetzt installieren wir das Immersive College of Winterhold und da habe ich eben schon gesagt, das ist die letzte Version, in der wir gleich auswählen können, ob wir die Patches für Hearthfire und Dragonborn installieren wollen. Deshalb habe ich mich für diese Version entschieden und hier überspringe ich gerade mal kurz das Entpacken, denn das dauert ein bisschen. Folgendes wunderbares Fenster taucht auf. Wir machen das mal gerade groß, denn hier gibt es wieder ein bisschen was zu lesen. Als allererstes können wir auswählen, wie die Bücher aussehen sollen. Das sind die ganz normalen Buchcover und die sind ein kleines bisschen dunkler. Ich finde die dunkleren sehr viel schöner, weil die sehen einfach ein bisschen gelesener und älter aus. Deshalb nehme ich hier die Version, also die Desaturated Version. Ihr könnt auch die ganz normalen nehmen, das ist eigentlich relativ wurscht, was euch besser gefällt. Die Core-Files müssen wir natürlich installieren. Hier brauchen wir den Patch zum Skyrim Distance Overhaul. Wir brauchen den Apophysis-Patch, denn wir haben ja die Drachenmasken auch schon installiert. Und hier brauchen wir das allerletzte, den Opulent und Apache-Patch. Das heißt, der fügt Apache-Frisuren den NPCs in der, im College hinzu. Und auch die Outfits werden nicht verändert, also die Opulent Magier-Roben, die wir schon gedownloadet haben, werden hier mit installiert. Also hier das letzte wählen, Opulent Apache Patch. Hier wären die Dawnguard und Dragonborn Patches, die brauchen wir natürlich nicht. Und auch Relighting Skyrim haben wir nicht installiert, deshalb klicken wir auf Finish und lassen die Mod einfach installieren. Und sagen hier natürlich wieder Ja zu allem. So, die Left-Hand Rings installieren. Dawnguard brauchen wir natürlich nicht. Das Menü installieren bzw. den Randomizer installieren. Jetzt installieren wir noch die Moss-Covered Roofs hinterher und sagen hier natürlich auch wieder Ja zu allem. Installieren, na wo ist es da? Real Ice. Und sagen auch hier wieder Ja zu allem. Dann direkt noch die Real Skyrim Snowflakes.
Wir nehmen einfach den non-physical Snow, weil der physische Snow, also der physische Schnee, durch den wir durchgehen, der kann halt von Sachen noch runterfallen und so. Ja, es ist eine Experimental-Funktion, deshalb nutzen wir sie lieber nicht. Die hier ist auf jeden Fall mehr stable, also die ist sicherer. Deshalb nehmen wir die erste, die nicht physische, und schließen damit die Installation ab. Und jetzt gehen wir nach ganz oben und installieren hier die Armored Skeletons 3.1. Vorsicht, wieder nicht die deutsche zuerst installieren, sondern die Hauptmod zuerst installieren. Und danach dann natürlich den Deutsch-Patch. Als nächstes Klick. Und jetzt natürlich wieder alles überschreiben. Wir installieren den Dragon Priest von Kajuan. Nehmen hier Full, Highly Suggested, also die volle Version. Und auch hier überschreiben wir alles. Wir installieren die neuen Draugr auch bei Kajuan übrigens, weil das hier nicht dabei steht, finde ich ein bisschen komisch. Und auch hier wieder alles überschreiben. Wir installieren die Falmer von Kajuan. Finish. Und auch hier wieder alles überschreiben. Und auch noch den Giant, den Riesen, auch von Kajuan übrigens. Und den Hagraven. Und auch hier nochmal alles überschreiben. So, als nächstes werden wir den Treelot noch installieren für Simply Bigger Trees. Und hier fragt er auch wieder Expanded Towns and Cities Merged File auch überschreiben. Und wir sagen einfach wieder Ja zu allem. Als nächstes installieren wir noch unseren True Elk of Skyrim und hier TEOS Version 2 als erstes. Und ja, wir wollen hier alles überschreiben und direkt danach den TEOS, die Missing Cervocerus Texturen, noch installieren. Dann werden wir die Ultimate Dragons noch installieren. Und als nächstes hier den Bellyaches HD Dragon Replacer Pack, um noch die Texturen von den Drachen zu überschreiben. Wunderbar. Wir installieren Enhanced Wetness and Puddles und auch dort nach der Installation den Deutsch-Patch erst, also aufpassen, dass ihr nicht zuerst hier auf Enhanced Wetness and Puddles Deutsch klickt. Wir überschreiben wieder alles. Und auch wenn der Patch uns fragt, ob wir was überschreiben wollen, überschreiben wir natürlich wieder alles. Jetzt installieren wir noch die neuen Sternenbilder am Himmel und auch noch die neuen Monde am Himmel. Installieren noch den Smelter Ultra, also die Schmelze. Hier haben wir noch die Smoking Candles und Smoking Torches. Wir fangen mit den Torches an, sagen wieder Ja zu allem. Und Smoking Candles, und auch hier sagen wir Ja zu allem. Bleiben noch übrig die Real Wood Textures für Farmhouses. Und hier überschreiben wir auch wieder alles, genauso wie beim Static Mesh Improvement Mod Patch dazu. Auch hier wieder Ja zu allem. Dann installieren wir noch unsere Nature and Landscape Enhancement, die Unique Grasses. Und wir nehmen die Medium-Variante. Wie gesagt, da könnt ihr wieder auswählen, was ihr nehmen wollt. Mir reicht hier beim Gras 1K, denn Gras wird ganz schön inflationär benutzt in Skyrim und frisst dann doch, wenn es sehr viel angezeigt wird, einiges an RAM. Also hier Medium. Auf Next, wir nehmen die Default No Roads. Die ganz normale Default packt das Gras auch teilweise über die Straßen mit rüber. Ich finde, man kann die Straßen dann sehr schlecht nur noch erkennen. Deshalb nehme ich hier die Default-Variante ohne Straßen. Und hier gibt es noch eine Variante, die ein bisschen weniger hoch ist. Ja,
Da übrigens bei dieser nicht so hohen Variante funktioniert dann der Clipping-Fix nicht mehr. Das müsst ihr bedenken. Also wenn ihr die weniger Variante nehmt, dann nicht den Clipping-Fix installieren. Wir nehmen hier Default No Roads und klicken auf Finish. Und jetzt fragt er hier, ob er die Grastextur überschreiben soll. Und da sagen wir nein. Er soll die zusätzlichen Gräser installieren, aber nicht die eigentliche Grastextur, denn die ist von Verdant in der Dark-Version einfach am geilsten. Vertraut mir. Nein zur Mod. Und den Real Vision Flora Patch auf jeden Fall ja zur Mod, den überschreiben wir hier. Dann natürlich danach den Clipping Fixer in der Beta-Version und hier überschreiben wir alles. Genau wie beim Fall Forest Leaves Texture Replacement, auch hier wird alles überschrieben. Es kommen noch die letzten drei. Das ist einmal natürlich hier noch das Osmodius Einsamkeit Texture Pack. Auch hier wird alles überschrieben. Und im Windhelm Texture Pack sollten wir gefragt werden, überschreiben wir auch alles. Jawohl, ja zu allem. Bleibt noch übrig der MT Area Overhaul von Tiny Beacon Sammich oder Sammich, wie auch immer. Und damit war es das für diesen Schritt. Wir haben 276 aktive Mods und sind damit fast am Ende angelangt. Es folgt noch ein Mod-Video und auf jeden Fall müssen wir nochmal mit Loot unsere Reihenfolge aufräumen und auch nochmal die Masterfiles cleanen ganz zum Schluss, bevor wir ins Spiel gehen. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, diese beiden Schritte. Und es wird auch noch ein Video folgen, wo ich euch erklären werde, die INI-Werte vernünftig anzupassen auf eure Grafikkarte. Denn all dieser ganze Scheiß hier bringt euch gar nichts, wenn Skyrim alle 2 Minuten lang abstürzt. Also guckt euch auch noch die nächsten Videos an, wenn es euch gefallen hat. Da unten ist Platz für Kommentare und Däumchen. Ich freue mich. Vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Schritt.